Leute, was geht? Willkommen zu einem Video. Heute teste ich für euch amerikanische Süßigkeiten. Hier sind sie. Also der Karton ist auf jeden Fall größer als mein Korb. Das ist schon mal gut, weil da sind viele Sachen drin, denke ich. Genau, ich habe es auch schon geöffnet natürlich. Ne? Aber ich habe noch nicht so wirklich so reingeguckt, was da für Sachen sind. Genau, Leute. Also, ich habe die bei Amazon bestellt. Also ja, ich habe die bei Amazon bestellt und ich kann es kaum erwarten, die zuerst zu probieren. Ich sehe aber hier schon Nerds und die gibt es eigentlich in Deutschland, aber ja, ich weiß nicht. Also auf jeden Fall würde ich sagen, wir starten mit dem Video. Also Leute, ich werde natürlich nicht alles essen. Also schon, ich werde all die Süßigkeiten probieren, aber halt nicht alles von den Süßigkeiten essen, weil sonst würde das Video zu lang werden. Und genau, ich würde sagen, wir starten mit dem Video. Jetzt, wirklich. Genau, also ich sehe, obwohl, nee, wisst, wir starten jetzt erstmal mit den Nerds. Also so sieht das aus. So ungefähr, ja. Da sind leider keine Takis oder Cheetos drin. Also das sind halt so amerikanische Chips. Die wollte ich auch machen, essen, probieren. Genau, das kann ich ja mal in einem anderen Video machen, wenn ihr wollt. Genau. Also wir fangen jetzt erstmal mit den Nerds an. Das kommt jetzt zur Seite. Ich werde jetzt immer einfach irgendeins da rausholen. Genau. So Leute, also so sehen die auf jeden Fall aus. Moment. Okay, so, ja. Ja, auf jeden Fall sind das halt Nerds. Bestimmt kennen das die meisten von euch. Also das sind halt solche Dinger, die sehen ein bisschen aus wie Steine. Aber die kann man natürlich essen. Und die haben halt immer so verschiedene Geschmäcke. Aber ich sehe gerade, dass die so doppelte Geschmäcke haben. Also halt bei normalen Nerds sind halt hier immer, ich weiß, es gibt immer Wassermelonen und hier auf der anderen Seite Apfel, meine ich, grünen Apfel. Und dann gibt es noch Grapes und also Trauben und Himbeere oder Äpfel. Genau, aber hier ist Watermelon Apple auf dieser Seite aber. Und auf der anderen, auf dieser gelben Seite ist dann Cherry Lemonade. Also die haben halt zwei verschiedene Geschmäcke. Ich denke, das ist ganz cool und ich hoffe, ich habe es richtig verstanden. Genau, wir öffnen das jetzt einfach mal. Ich bin schon sehr gespannt, wie das schmeckt, Leute, weil eigentlich liebe ich Nerds. Genau. Moment, ich weiß gar nicht, wie man das gerade öffnet. Okay, Leute. Okay, Leute, nach 10 Jahren habe ich es auch endlich aufbekommen. Ich habe keine Ahnung, wie man es jetzt richtig öffnet, aber egal. Genau, ich teste zuerst jetzt die gelbe Seite. Und ich sag euch einfach, wie es schmeckt. Oh, okay, da sind gelbe und rote drin. Hallo, fokussiere bitte. Also keine Ahnung, ob ich es gerade gesehen habe, aber da sind rote, gelbe und da ist ein roter, ein großer roter. Ich werde es jetzt probieren. Ich probiere den roten zum am Ende halt. Ne? Leute, das ist sauer. Schmeckt auf jeden Fall nach Limonade. Oder nach Zitrone eher. Und das wird wahrscheinlich nach Cherry schmecken. Ja. Wow, Leute, die sind ein bisschen sauer. Ein bisschen sehr sauer. Aber auf jeden Fall ist es lecker. Jetzt probiere ich die Watermelon Apple Seite. Ja. Was soll ich sagen? Schmeckt nach Wassermelonen, ne? Oh, okay, da sind ein paar gelbe. Leute, also diese Nerds, ich weiß gar nicht, was daran jetzt so besonders sein soll. Schmeckt halt gleich. Kann man sich, glaube ich, halt auch in Deutschland holen. Genau. Weshalb es von mir drei Sterne kriegt. 3 von 5 Sternen. Genau, ist nichts Besonderes, finde ich. Genau. Als nächstes, was ich schon die ganze Zeit gesehen habe und ich unbedingt probieren möchte, sind solche Dinge. Keine Ahnung, ist irgendwie so ein Mystery Swirl, steht da. Da sind halt zwei verschiedene Sorten, aber steht halt nicht drauf, welche Sorten das sind. Man muss halt
erraten, was für Sorten das sind. Okay. Ich hole mir einmal kurz eine Schere. Okay, Leute, ich bin jetzt zurück mit einer Schere. Ja, genau. Okay, wir schneiden das jetzt einfach hier auf. Und da. Okay. Das wird ein Kaugummi. Ich sag's euch, Leute, das ist ein Kaugummi. Okay, das ist pink. Warte, so, hier, das ist pink. Und innen drin ist es so blau. Ich hoffe, es ist jetzt fokussiert richtig. Ja, ich probier's jetzt einfach. Leute, auf jeden Fall ist das pinke. Himbeere. Und ich denke mal, das blaue soll Blaubeere sein. Schmeckt auf jeden Fall nach normalem Mauam oder Mamba. Halt Himbeere, aber schmeckt sehr lecker. Also Leute, ich liebe alles, was mit Himbeere zu tun hat. Aber irgendwie schmeckt es, ich weiß nicht, schmeckt irgendwie ein bisschen komisch, aber eigentlich ist es voll lecker. Also das kriegt von mir 4 von 5 Sternen. Genau. So, dann weiter in unsere Süßigkeitenbox, sag ich mal. Okay, wir haben hier einmal so ein Quetschi, aber ich denke nicht, dass es ein Quetsch ist. Okay, squeeze me. Super Sour Gel. Okay, das ist so ein... Oh, ein Cherry-Geschmack. Ich liebe Cherry. Okay, das ist so ein saures Gel. Ich weiß nicht, Leute, kennt ihr noch Juicy Job? Das war früher mein Lieblings-Naschi. Da war doch auch immer so ein saures Gel. Ich denke mal, das wird jetzt wirklich sauer sein. Riechen tut's nach Cherry, aber nach so sauren Cherry, aber riecht gut. Wir probieren es jetzt einfach mal. Okay. Oh. Das sah gerade mega cool aus. Schmeckt nach irgendwas Bekannten, Leute. Leute, guck mal, wie das aussieht. Moment. Das sieht richtig cool aus. Leute, das ist nicht so etwas, was ich mir jetzt so kaufen würde, um normal so das zu snacken. Aber irgendwie ist es schon cool. Also irgendwie hat das was Besonderes. Ich werde auf jeden Fall meine Mama genau. Als nächstes, Leute, haben wir hier so M&M's mit Peanut Butter drin. Also es gibt ja so M&M's, wo das so crunchy drin ist und halt... Ne, und bei den normalen sind Nüsse drin, aber das ist mit Peanut Butter. Ich denke mal, das ist lecker. Ich liebe eigentlich Peanut Butter. Butter? Egal. Genau. So. Okay. Also auf jeden Fall gibt es die nicht in Deutschland, denke ich mal. Ich habe die noch nie so gesehen in Deutschland. Halt M&M schon, aber halt nicht mit Peanut Butter drin. Achso, so sieht das übrigens aus. Genau. Also das sind halt normale M&M's. Genau. Okay. Wir haben hier einmal so ein braun-schwarz und so ein dunkelrot. Ich nehme jetzt dunkelrot, weil ich mag dunkelrot. Leute, schmeckt anders nice. Leute, ihr kriegt von mir eine 100 von 10. 100 von. Wir machen jetzt mal weiter mit 100 von 10 oder sowas, ne? Ihr kriegt von mir eine 100 von 10. Ich liebe es einfach. Es ist einfach so lecker. Ja, als nächstes habe ich hier so ein Jumbo Tornado. Frey's Strawberry steht da. Keine Ahnung, was Frey's bedeutet, aber ist auf jeden Fall Erdbeergeschmack. Also für mich sieht es sehr lecker aus. Das hat auch so ein Sauerpulver, was man halt
normal kennt. Sieht halt ein bisschen aus wie diese Jumbo-Dinger, die man beim Jahrmarkt bekommt. Das ist da Marshmallow drin, ne? Kein Marshmallow. Leider. Leute, es schmeckt genauso wie diese Jumbo-Dinger, die man einfach bei so Jahrmärkten kann. Bekommt halt diese Jumbo-Dinger, die man auch so bei Ständen und so findet. Also jetzt nichts Besonderes. Gibt es auch in Deutschland, also nicht genau das, aber vom Geschmack her ist es gleich wie was es in Deutschland auch gibt. Als nächstes, Leute, haben wir wieder solche Jumbo-Dinger, aber diesmal ist da so eine 6. Ich denke, da sind 6 verschiedene Farben, also Geschmäcke meine ich. Genau, wir werden es jetzt nicht probieren, weil das genauso wie diese anderen sind, die wir gerade probiert haben. Und genau die gibt es auch beim Jahrmarkt und bei solchen Ständen. Hat nur etwas in dünner. Genau. Achso, und übrigens, so sieht das hier aus. Ich weiß nicht, ob ich es euch gerade eben gezeigt habe. Ich denke mal nicht. Genau. Was mich schon die ganze Zeit bekränkt oder bedrückt, dass ich das die ganze Zeit probieren muss, sind diese Mango Flavor Pockies. Ich liebe sie einfach. Sie sind so lecker. Und ja, die heißen, normalerweise kriegt man die ja in Schokoladengeschmack. Das sind halt solche Brotdinger. Für alle, die es nicht wissen, das sind halt solche Brotstangen, wo noch so abgehärtete Schokolade, sag ich mit dran ist. Und ja, das ist einfach im Mango-Flavor. Und erstmal, ich liebe auch Mango, also Mango-Geschmack. Und dann noch in Pockies. Also ich bin echt gespannt, wie das schmeckt. Hoffentlich gut. Und, oh Gott, ich krieg das nie auf. Okay, doch jetzt. So. Okay, also normal, das ist auch so wie bei Mikados und so einer Dings verpackt. Da sind voll wenige drin, Leute. Okay, also so sieht es aus. Ich hätte jetzt nichts anderes erwartet. Weil es sieht halt normal aus, ne? So, okay. Oh mein Gott, es riecht richtig nach Mango, Leute. Nach Mango halt, ne? genau, okay. Oh nee, Leute, das schmeckt nach... Nee, also das schmeckt mir zu künstlich. Also eigentlich ist es lecker. Aber schmeckt nicht wirklich nach Mango. Oh doch, warte. Wenn man das Ganze in seinen Mund stopft, dann schon. Weiß nicht. Schmeckt mir zu wenig nach Mango, Leute. Da ist auf jeden Fall auch so ein Elefant drauf und so. Eigentlich voll süß gemacht und so. Aber ich weiß ja nicht. Ich krieg von mir eine 6 von 10. Aber das ist auch etwas, was ich eigentlich so snacken würde. So, als nächstes, Leute, das zweite, was ich die ganze Zeit schon essen wollte, sind solche Oreos, aber keine normalen oder gewöhnlichen Oreos, sondern Peanut Butter and Chocolate Flavor. Ey, Leute, sagt mir nicht, das sieht nicht cool aus, dieser Oreo. Also, ich bin echt gespannt, wie das auch schmeckt. Also, genau. Okay, also auf jeden Fall sieht es normal nach dem Oreo aus. Ich mache das jetzt mal so auf, weil ich immer so Oreo esse. Wie sieht das aus? Das ist gar keine echte Peanut Butter. Oh. Also Leute, ich dachte jetzt, es wird so glänzend wie auf dem Bild. Und dann die Schokolade sieht noch so richtig lecker aus. Sieht ein bisschen normal aus. Hätte ich jetzt nicht erwartet. Okay, wir testen zuerst oder probieren zuerst die Peanut Butter Seite. Ich esse es jetzt nicht mit dem Keks, weil ich weiß schon, wie das schmeckt. Leute, schmeckt nach normalem Peanut Butter. Ist schon mal gut.
Ich probiere mal mit dem Tee. Ja, schmeckt gut. Schokolade. Wissen wir alle, wie es schmeckt. Oh, es schmeckt cremig. Cremig, Leute. Entschuldigung, ich war gerade im Bus. Also auf jeden Fall, weiß ich nicht. Leute, ich weiß nicht genau, was ich davon halten soll. Aber ich denke, es ist lecker. Es ist ganz okay. ja. Aber eigentlich lecker. Leute, wir kippen jetzt das Ganze aus. Oh, oh. Ist voll wenig drin. Obwohl, naja. Okay. Wir gucken jetzt erstmal alles an. Hier haben wir einmal Chips in Tomaten und Onions, Zwiebelgeschmack, Zwiebelgeschmack. Okay, so Leute, also so sieht das aus. Ich habe wirklich noch nie Chips mit Tomatengeschmack gesehen. Aber na gut, let's give it a try. Das riecht lecker. Das riecht richtig lecker. Aber wenn es jetzt nach Paprika-Chips schmeckt, dann bin ich enttäuscht. Also Leute, meine zwei Hasssachen, die ich wirklich, wirklich hasse, sind Tomaten und Zwiebeln. Ich hasse einfach. Aber vielleicht schmeckt es ja ein Chips gut. Das kriegt von mir. Vom Geschmack her kriegt es eine 7 von... eine 8 von 10. Okay, was haben wir hier? Ich habe jetzt einfach mal zugegriffen. Movie Jellies. Okay. Das sind einfach, glaube ich, normale Gummibärchen, so Fruchtgummibärchen halt. Ich denke nicht, dass ich die probieren soll, muss, aber egal, ich mache es jetzt trotzdem. Aber es sieht halt für mich sehr normal aus. Okay, wir haben hier einmal eine Erdbeere. Oh. Das ist sehr gummerig. genau. Oh, das schmeckt sogar lecker. Weiß nicht, Leute, ich habe jetzt auch irgendwie was Cooles erwartet. So eine Geschmacksexplosion. Schmeckt auch nach normalen Gummibärchen. Nur, dass es etwas mehr gummerig ist. Also ist es wirklich sehr gummihaft. ja, Moment. Ich bin überfordert. Ey Leute, sagt mir nicht, das sieht nicht cool aus. Das sieht cool aus, das muss ich probieren. Also Sour Madness. Man sieht hier ein Zombie, denke ich mal. Weiß ich nicht, dass irgendwas Saures ist. Okay. Wir öffnen das jetzt einfach mal und da steht auf 100% Madness. Das heißt, man wird verrückt davon. Ich will ja nichts sagen, ne? Ich mache das jetzt nicht mit meinen Zähnen auf, weil. Weiß ich nicht. Okay, wir haben hier einmal. Nee, das ist kein Gummi. Wahrscheinlich wird es wie Sensor Shock sein, nur dass es kein Kaugummi ist. Aber das ist so ein Totenkopf. Hallo, fokussiere bitte. Der ist grün. Hoffentlich schmeckt das nach Apfel ein bisschen. Hier stehen auch die Slime-Äpfel. Okay. Und dann gibt es noch Cherry Neon Geschmack, Bloody Orange und Hell Watermelon. Okay. Oh mein Gott, Leute, ich hatte es gerade nur kurz an meiner Zunge. Und es war schon richtig sauer. Ich mache es jetzt in meinen Mund. Ah. Nee, Leute.
So, Leute, also tut mir leid, die Kamera ist gerade ausgegangen. Wegen Speicher, Entschuldigung. Auf jeden Fall habe ich den jetzt schon leider aufgegessen, weil der war wirklich sauer, Leute. Ich habe den noch fast ausgespuckt, habe ich aber doch nicht. Genau. Auf jeden Fall, der war halt am Anfang sauer und dann wurde der aber richtig süß. Auf jeden Fall ist der eigentlich voll lecker, wenn er süß ist, aber wenn er sauer ist, mag ich den nicht. Genau. Also das kriegt von mir auf jeden Fall eine 7 von 10. Genau. So, auf jeden Fall würde ich sagen, wir probieren jetzt Sour Patches. Die gibt es auch in Deutschland, beziehungsweise solchen in so Tüten halt. Aber ich habe eigentlich noch nie Sour Patches wirklich so probiert. Das ist Tropical Artificial Flavored, okay. Keine Ahnung, ich kann nicht Deutsch lesen. Kein Englisch. Obwohl doch ein bisschen, aber nicht so viel. Sour then sweet. Achso, okay, das ist zuerst süß, dann zuerst sauer, dann süß. Ja. Ich denke mal, das wird einfach wie so sauren Gummibärchen halt schmecken. Okay, wie sieht das überhaupt aus, Leute? Ja, wenigstens ist es noch nicht abgelaufen. Das ist schon mal gut. Okay, ja, wir haben jetzt solche roten. Die sehen auf jeden Fall nicht aus wie auf der Verpackung. Ich dachte, die kommen jetzt auch mit Sonnenbrillen. Seht ihr diesen Unterschied? Ja, aber ich habe jetzt nicht wirklich was Besonderes erwartet. Obwohl ich dachte, die sind ein bisschen größer und dass man das Gesicht etwas besser erkennen kann. Der hat ja gar kein Gesicht. Der Arme. Okay. Das ist einfach nicht schwach. Ah, Paradiespunsch. Dann gibt es noch Passion Fruit, Tropical Twist, okay, und Pineapple. Also eigentlich schmeckt es ganz lecker. Irgendwie ist das so ein Geschmack, den habe ich noch nie in meinem Leben probiert. Aber es ist richtig lecker auf jeden Fall, Leute. Schmeckt halt ein bisschen auch nach Pineapple, irgendwie. Jetzt probiere ich Pineapple. Und wer hätte das gedacht? Schmeckt genau nach dem pinken oder roten. Ja, Leute. War nicht. Ist auch nicht wirklich sauer. Eher halt süß. Das kriegt von mir eine 6 von 10. Aber auf jeden Fall ist es auch irgendwie lecker. Irgendwie mag ich den Geschmack so. Als nächstes haben wir so Lemon Cherry, Blue Raspberry, Orange, Green Apple and Lemon und. Ja, genau. Also das sind einmal die Geschmacksarten. Das sind solche Würmer, die es auch so von Trolli und so gibt. Die es auch so von Trolli gibt. Ich denke, die sehen genauso aus und werden auch genauso schmecken. Genau. Und ja, das ist sour and chewy, sweet and fruity. Okay, warum kommen überhaupt alle in so einer Box? Warum nicht einfach in so einem, wie heißt das? In einer Tüte. Naja, egal, das ist was Besonderes auf jeden Fall, denke ich. Die sind genau auch, okay, ich dachte, die sind jetzt durchsichtig. Die sind auch in so einer Tüte. Da ist nicht mal ein Design drauf. Also, da hätten sie sich ein bisschen mehr Mühe geben können, ne? Also, naja, aber egal. Auf jeden Fall werden wir das jetzt auch probieren. Die sehen auf jeden Fall genau auch gleich aus wie die, die man von Trolli auch finden kann. Ich nehme jetzt. Was ist das denn? Ich nehme jetzt Blue Raspberry and Orange. Das ist wahrscheinlich Orange, ne? Weil Orange. Orange ist Orange. Und das ist Blueberry. Leute, das ist nicht mal blau. Das ist. Erstmal das Türkis ist irgendwie schön, ne? Aber in dem Türkis ist irgendwie so ein Grün.
So ein Seegrün. Naja, egal. Wir probieren es jetzt. Oh, das schmeckt gut. Und Orange. Also bei Orange schmeckt man mehr was. Mehr was als bei Blueberry. Leute, Orange schmeckt genau gleich wie so eine echte Orange. Blueberry, normalerweise ist es immer mein Lieblings. Es ist lecker, aber ich weiß nicht, schmeckt irgendwie ein bisschen gleich. Kriegt von mir eine 6 von 10. Ja. Auf jeden Fall haben wir hier Toxic Waste Nuclear Sludge. Okay. Sour Apple Flavor Chew Bar Ultra Sour Flavor. Okay. Auf jeden Fall ist das saurer Apfel. Es ist so eine Kaubar. Ah, Leute, das gibt es auch in Deutschland. Das hatte ich mal bei Müller gekauft einmal. Das sah genauso aus. Da ist man denkt, das ist so und dass es dann da innen sauer ist. Also, dass es halt so sauer ist, aber da innen ist halt noch so eine saure Flüssigkeit. Ansonsten ist es eigentlich voll süß. Leute, eigentlich ist es voll. Also zumindest war das so bei dem von Müller. Leute, das schmeckt nach Kaugummi. Das Kiko mir eine 10 von 10. Als nächstes haben wir Caramel Creams with Oreo. Wir haben hier so Oreos, aber es sind nicht wirklich Oreos, ne? Das sind so Mini-Oreos, sage ich jetzt mal. In Karamellgeschmack. Ey, wenn das nach Karamell schmeckt, ne? Auf jeden Fall ist es relativ klein. Aber ich habe es mir ein bisschen kleiner vorgestellt, aber egal. Ja. Das schmeckt nach so, nach Kuchen irgendwie. Also jetzt nicht eel, also irgendwie ist es lecker. Aber schon nicht nach Karamell, was soll das? Das kriegt von mir eine minus 3 von 10. Ist nicht so lecker, nein. Okay, Moment, das nehmen wir zum Schluss. Als nächstes haben wir hier Trix. Was ist denn? Aber Leute, das ist nicht... auf jeden Fall sieht das so aus. Hallo? Okay, ja, ich denke mal, das ist Schokolade. Ja, ist Schokolade. Auf jeden Fall habe ich noch nie so Trix gesehen. Ich denke halt bei dem Namen Trix an Twix. Oder an die Trix von Wings Club. Wetten, das schmeckt genauso wie Twix. Oder da ist Karamell drin. Also das ist lecker. Oh, das ist wirklich lecker. Schmeckt so ein bisschen nach so einem Keks drin. So Leute, als letztes die beiden, das sind dieselben Dinger. Das ist so rot, denke ich mal. Mit irgendeiner Füllung drin. Okay, probiere ich zuerst. Sponge Cake. Okay, das ist einfach Kuchen. Mit Schokolade drin. Leute, ich denke, wir wissen alle, wie das schmeckt, weshalb ich es nicht probieren werde. Obwohl doch. Eigentlich mag ich das nicht so gerne. Aber ja, wir probieren es jetzt trotzdem. Nee, wie sieht das aus, Leute? Okay. Also es sieht sehr, sehr dunkel aus. Wahrscheinlich ist das Hartbitterschokolade. Das schmeckt halt nach so etwas, was es auch in Deutschland gibt. Das schmeckt halt einfach nach Kuchen. Von mir kriegt es eine 6 von 10. Und dann Craving Sponges. Okay, so heißt das. Golden Sponge Cake with Cream Filling.
Ich habe das Gefühl, das schmeckt besser. Mm. Ja, es sieht ein bisschen nach Sahne da drin aus oder nach so geschmolzener Marshmallow. Das denn? Also ich denke, da wurde es reingefüllt. Das sieht halt nach ein bisschen so ein Brot aus. Einfach so ganz normales Brot. Aber so Süßbrot halt. Milchbrot meine ich. Genau. Das schmeckt gut. Ja, Leute, das kriegt auf jeden Fall eine 8 von 10. Ja, das war ich nicht. Genau, Leute. Auf jeden Fall war es mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann gebt diesem Video einen Daumen nach oben. Abonniert meinen Kanal für mehr solche Videos und aktiviert die Glocke. Ding! Damit ihr keine meiner neuen Videos verpasst. Und ja, dann seht ihr uns beim nächsten Mal. Tschüss, hab ich lieb. Mua.